Im heutigen Video können wir Klaviere vom Himmel auf Leute fallen lassen. Wir können damit rumfahren und sogar Drive-Bys machen. Und natürlich hat sich dann der ein oder andere Polizist ein bisschen aufgeregt. Kann man so nerven, Mann? Lass doch einfach die Scheiße mit deinem behinderten Klavier, Digga. Was willst du damit erreichen? Deswegen wäre es cool, wenn ihr, falls ihr noch keine Abonnenten seid, jetzt sofort auf den Abo-Button drückt. Ansonsten ergeht es euch wie diesen Fußgänger. Und ansonsten viel Spaß mit dieser wundervollen Symphonie. Wirklich, das ist nochmal ein anderes Level. Ganz unten fängt es an. Das ist jetzt was Neues. Da fällt quasi ein Klavier auf diesen Spieler, auf seinen Kopf. Von wie weit kann ich das machen? Auf 15 Meter habe ich, glaube ich, gemacht. Bleib mal stehen. Oh, das war ich, aber wie habe ich das gemacht? Aber das war er selber. Oh Gott. Einmal wieder weiterfahren. Einmal wieder einsteigen und weiterfahren. Zack, zack, ziemlich zügig. Hier wird gerade ein TV festgenommen, ja? Oh, was hat der Mann gemacht? Einsteigen und wegfahren jetzt. Was hat der Mann gemacht? Sollte ich ihn sonst schon mal einpacken und mit zum SG nehmen? Einmal wieder einsteigen und wegfahren hier. Ich nehme den Mann mit, nein. Ja. Nein, das machen sie nicht. Okay, okay. Warum teilt sie mich ohne Crew und was ist das? Wir fahren, ja, wir fahren. Tschüss. Nur zu ihrer und unserer eigenen Sicherheit. Der eine direkt wieder mit seinem Hotkey aufgestanden. Ich komme nicht klar, Alter. Direkt, also das ist schon schlimm. Was ich bisher hier erlebt habe, ist tatsächlich Cutting-Edge-Technology. Kann ich mal gerade bei dir probieren, das wegwerfen? Lass das mal gerade, Ja, die Animation ist nicht gleich. Also das sieht so aus, als würdest du mich nur 5 Meter werfen, aber dann... Meinst du? Ja, das war bei dir zumindest so. Also ich habe dich dreimal geworfen. Oh, hoppla. Oh. Oh ja, ich sehe schon. Ja. Na, okay. Nun gut. Ey, das wäre lustig, wenn du dich mit einem Bullen anlegst und dann sagst du so, unterschätze meine Macht besser nicht auf den und dann wirst du ihn weg, weißt du? Guck mal hier, Devil-Stress. Ey. Reifen, ey. Ja. Blitzi, fahr mal ran, du auf den Scheiße. Woher weißt du, warte mal. Hä? Wer bist du? Woher weißt du meinen Namen, Mann? Kohle her, sofort. Bevor dieser gottverdammte Slice in deinen Arsch landet. Ey, warte mal, ich kenn dich doch, Digga. Stimmt. Nein, oh bitte. Tja, da kann man nichts machen, ne? Da leider direkt. Das war ein bisschen unlucky. Ja, sehr unlucky. Ah, guck mal da, die Cops sind immer noch dran. Guck mal hier. Soll ich mal ein Klavier werfen? Ja. Der Dicke und der andere Zivilist. Wir müssen gehen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, das wird nicht gut. Ey, die wollen uns abknallen. Was machen die denn? Wie die im OOC-Chat schreiben, Blackmire. Ja, Sex-App. Hier, guck mal, der Helikopter, da warte, ich werf mal ein paar Busse, ja? Guck genau hin, sieh und staune. Ah, scheiße, sie fahren nicht. Oh, kacke. Oh, nein. Oh, Gott, nein. Packt mal bitte die Partybusse hier weg. Entschuldigung. Ganz, ganz weit weg, aber ganz schnell. 20 Minuten später. Da sind Leute. Oha, hier ist voll Party. Oh, guck mal. Schlägerei. Ey, Jungs, was macht ihr hier drin, Mann? Kacken, Mann. Komm auf, zu schlagen, ja? Was? Seid ihr in der Gang? Caillou, was ist los, Caillou? Oh, mein Gott, Digga. Hast du nicht ein Big Mac zu viel gegessen? Ich mach meine Hände auf, sorry. Benutzt du da gerade einen Glitch? Der hat sich hingelegt. Zack. Aha. Schauen wir dem das Auto. Du musst schon zugeben, der hier auf dem Boden, dass das ein bisschen vergeilt war. Und wir jetzt das Auto hier leider nehmen müssen, weil das auch ein bisschen vergeilt ist. Ich komme gerne mit dem Auto. Nee, sie müssten tatsächlich aussteigen. Tut mir leid. Okay, kommen Sie mal her, kommen Sie her. Ich gebe Ihnen ein bisschen Geld. Kommen Sie her. Um das Auto zu kaufen. Das ist doch geil hier. Ey, das wollte ich machen, Mann. Ey, der hat den Wagen abgeschlossen jetzt. Oha, Jungs, kann man ein Klavier werfen? Es war ein perfekter Aim, Junge. Ich habe einfach Profi-Aim. Hat sie leider weggehauen, ha? Die arme Sau. Komm, wir helfen ihm mal hoch, oder? Sir, wie geht's ihm? Kollege, kann es sein, dass du gerade von einem Modder getötet wurdest oder so? Geht's ihm gut? Kopf tut ein bisschen weh. Kopf tut weh? Als wäre da was gegengedrückt. Gegengedrückt? Sie meinen eingedrückt, der Schädel so ein bisschen? Ja, als wäre ich so eine Kugel oder so. Um Gottes Willen, da fliegen Klaviere. Ich würde gerne gleich, kannst du mich zu einem Gang... Ich will mich mit so einem anlegen, das hochschaukeln lassen und dann will ich ihn wegwerfen, weißt du? Gangler? Bist du ein gottverdammter Baller? Was? Hallo? Was ist los? Ey, Kollege. Ja? Bist du ein Gangmitglied oder was? Nein. Hey, du Fettsack. Sorry. Ich liebe dich. Sorry. Du bist kein Fettsack. Ich liebe dich. Ja, will ich hoffen. Ich liebe dich. Vollidiot, manche Leute, der Typ. Kann man einfach nicht mal flachsen, weil die so selber, die sind so... Die Leute sind einfach komplett in einer anderen Welt, ne? Komm, steig mal ein hier. Ja, ich versteh's nicht. Steig mal ein in mein Piano. Making my way downtown. Hast du eigentlich eine MP oder so? Ich habe gar nichts leider an Waffen, bis auf den Slice. Wir fliegen mal ein bisschen. Ein paar Sekunden später. Wollen wir mal ins PD rein mit dem Ding? Ja. Der Tisch ist gehört. Schüsse vom PD, hört ihr das auch? Hallo? Davis? Davis, wie hat's denn Vierbein unterwegs? Oh, ey, ich bin beim PD. Ich seh den Notruf. Wollen wir da hinterher? Ja. Notruf könnte immer spannend sein.
Wir fliegen mal schnell zu dem Einsatz, ja? Wir sind schneller. Ja, ah, hier am SG. Oh, oh, da liegen ganz viele Tote. Wo überhaupt? Ich sehe gar nichts. Hier, hier, hier ist irgendwie Action. Ah. Ah, einer. Ist aber noch ein. Hui. Whitey, der Bre- Oh. Wow. Ich weiß sogar, wer es ist. Der eine zockt einfach im Gott, Mann. Ist es ihr Ernst? Ey, Digga, was geht, Jungs? Komm mal, da ist Diego. Steigen Sie ein. Wir machen eine Piano-Rundfahrt. Okay, warte, ich gebe dir meinem Typen kurz einen Drive-By von dem verfickten Klavier. Jungs, was geht? Ich gebe euch kurz Drive-By, Jungs. Ich hab 12er Prezi. Oh Gott, Junge. Das ist echt nicht gut. Fahren wir einfach nochmal um die herum. Nochmal, ja? Oh. Boah, zwei habe ich ausgeschaltet. Digga. Komm, wir steigen mal aus, wir gehen mal zu Fuß darüber, ja? Ja. Nicht schießen! Ey, ey, nicht schießen! Die Armen! Wirf mal ein Klavier auf die, die im Flugzeug sind, aus dem No-Clip. Hallo! Moin, Luan! Ich wollte doch gerade mein Klavier schmeißen. Warte, ich mach das bei denen da oben, okay? Ja, mach das bei dem im Hubschrauber. Hallo! Guten Tacho! Nein! Mahlzeit! Hör mal auf, Junge! Bist du irgendwie dumm oder so? Kann man so nerven, Mann? Klavier, Achtung! Ey, hören Sie auf damit! Wollen Sie auch ein Klavier haben, ja? Ah, nein. Weg, weg, ich, Ey, wie kann ich mich entfesseln? Ey, das weiß ich gerade selber nicht. Und dieser Typ, dieser Haaroffiziell, der ist so aggro gewesen gerade, ne? Ist der aggro? Übel, der so, Junge, wie kann man so nerven, Mann? Unlustig, ey. Richtig sauer gewesen. Ey. Kann man so nerven, Digga? Hab doch nichts gemacht, Mann. Ja, es fuckt richtig ab, Digga, ohne Witz. Jo, alles gut, kann man so nerven, Digga, mit seinem scheiß Klavier und sonstiges. Homie, alles gut, du bist doch ein Musiker. Ja, geh doch irgendwo anders hin oder so, Mann. Oder? Geh auf einem anderen Start, hab da Spaß oder so, keine Ahnung. Ja, okay, nervt aber wirklich. Entschuldigung, wir gehen. Ohne Witz. Tut uns echt leid. Ja, total. Warum hast du gerne am Würfel packen, ein bisschen Wille machen oder sowas, aber Alter, ohne Scheiß nicht hier. Wir verfolgen die jetzt ein bisschen, ja, und nerven die. Ja. Aber nur ihn. Ich glaube, der ist ein hohes Tier. Ja. Ah, Digga, das nervt wirklich, ist mal ohne Witz. Ja, klar. Ja, einer ist, glaube ich, nur noch im Dienst, der andere liegt ja hier. Digga, wollt ihr mich verarschen? Lass doch einfach die Scheiße mit deinem behinderten Klavier, Digga. Was willst du damit erreichen? Ja, stich mich ab, wenn du damit zufrieden bist. Hallo, lass die Leute mal bitte in Ruhe hier. Das geht so nicht. Mein Gott, die Armen, ey. Komm runter hier. Danke Ihnen, sehr aufmerksam. Ja, ich bin neu im Supporter-Team. Kann doch nicht sein, dass die hier euch so auf den Sack gehen. Du, Digga, fuck doch mich ab, Digga, du Scheiße. Mein Gott. Chill doch mal, ich bin neu im Supporter-Team. Jetzt hör mal auf damit. Ich will euch doch mal helfen. Entspannt euch genau das Villa. Nein, ich helfe euch jetzt, wo gut ist. Ich hab den schon gebannt. Hallo, ich hab den doch schon gebannt, den Modder. Chill mal, alles gut. Ja, witzig. Alles gut, ist schon gebannt. Du musst Kind, Alter, ehrlich. Hol mal die anderen dann bitte hoch. Ja, mach ich jetzt. Ja, danke. Hier, ich hol die alle hoch. Modder ist schon gebannt. Ja, richtig lustig. Ja, ist doch so. Hä, ich mein's sogar ernst. Jetzt chill doch mal, ey. Beruhigt euch. Die sind ein bisschen sauer, ne? Alter, wieso sind die so? Ja, weil wir ihr Polizisten-RP gerade stören. Deswegen sind die so sauer. Das ist schon ein bisschen peinlich, wie sauer man werden kann. Moin, Luan. Ach, du schon wieder. Moin, Luan. Bitte nicht. Ja, ist alles gut, ich versuch den hier in den Zaun zu halten, den Arm, ja. Bring ihn mal unter Kontrolle, bitte. Ey, jetzt mal ganz kurz, Bruder. Hört doch, wir gehen, tschüss. Es reicht doch, ja, Digga. Nein, sieht genauso aus wie so ein Fettsack, wie der am Löwenpark. Das ist gut, Digga. Oh, pass auf, Digga, der kommt. Nein, Digga. Der kommt gleich wieder zurück, Digga. Ey, wir müssen hier weg. Fahr mal kurz hier weg. Ja, was los? Wir müssen diesen... Ich will den verfolgen, den Kopf. Ja, ja. Der ist Gold wert. Haaroffiziell. Aber wir müssen halt irgendwie probieren, den wirklich auch, unter Kontrolle zu kriegen. Ich pack schnell aus und dann kriegen wir den hoffentlich wieder, ja? Junge, wieso ist der so sauer gewesen? Scheiße, wo sind die? Die sind weg. Nein, ich hab die verloren. Wir können doch einfach zu deren Namen. Ah, hier, da. Ja, wo ist der genau? Hier unter uns, glaube ich. Dieser... Zwei Weihnachtsmänner. Was? Scheiße, wo soll der sein? Vielleicht ist er bei dem Polizeieinsatz da vorne oder er ist gequittet. Nein, gequittet safe nicht. Hä, der ist doch mitgefahren, oder? Der ist doch weggefahren, der Typ. Ja, doch, der ist weggefahren. Irgendwann später. Ja, da ist er. Ey, habt ihr einen Senk gesehen? Er fährt alleine, wie geil. Der macht ja selbst. Was macht er denn da? Philipp. Entschuldigung, Herr Officer. Kann man so ein Hurensohn sein? Pissbürger, verpiss dich doch mal.
fettes Kind, Digga. Herr Officer. Unser Klavier hat... Digga. Wie kann man so nerven, Mann? Sollen wir weitermachen? Das ist schon ehrenlos, ne? Ja. Herr Officer. Oh. Oh, der Officer wurde gerade ein bisschen abgeschöpft. Den Officer hat's erwischt. Ja, guten Tag. Hey. Hi. Können wir den mitnehmen, den Officer? Ja? Nein. Lass ihn. Können wir den mitnehmen? Nein. Bitte liegen lassen, bitte. Das ist wichtig. Nein, bitte mach ja eine Scheiße, bitte nicht. Herr Officer. Ja, eigentlich wollten wir mit Ihnen RP machen. Ja, genau. Witzig. Wir wollten for real RP machen und dann wollten wir dich so verfolgen. Aber was machst du denn mit deinem Polizeiauto da mitten auf dem Berg? Ist das nicht ein bisschen eine Fail-RP? Nee, ist ein fucking SUV. Damit kann man ja wohl im Gelände fahren. Das ist aber schon ein bisschen Fail. Aus dem Nichts, wo kein Haus drumherum steht, fällt auf einmal ein Klavier aus dem Himmel. Das gibt Sinn. Ja, schon. Das kann doch passieren. Also zwischendurch so. Ja, auf jeden Fall. Nein, gehen Sie doch jetzt bitte nicht weg. Bitte, Officer. Komm mal, nerv mich doch mal jetzt nicht. Officer, bitte gehen Sie nicht weg. Was willst du denn von mir, mein Gott? Ich habe jetzt 30 Mal gesagt, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich wollte halt ein bisschen Officer-RP machen, so. Ja, dann mach dein Officer-RP, was auch immer, wo, keine Ahnung, war nicht hier, mein Gott. Oder das nervt. Ja, aber du beschwerst dich die ganze Zeit, aber das, was du machst, ist ja selbst kein RP, Bruder. Das ist doch kein was RP. Was mach ich denn? Was mach ich? Weil ich mit dem SUV alles, auf dem Berg fahre, oder was? Du machst alles, aber du machst kein RP. RP machst du. Ich bin SUV nicht. Auf dem Berg fahre, oder was? Das ist doch kein RP. Wenn ich mit dem SUV auf dem fucking Berg fahre, ist das kein RP? Das ist doch kein RP, Junge. Lutsch irgendwo weiter rum, Digga, und nerv mich. Verpiss dich doch, du Sohn, Digga, du Bastard. Ey, beruhig dich doch mal, hallo. Halt du dein Maul. Mach doch mal RP, du Bastard, Digga. Ich nehme jetzt das Auto, ja, tschüss. Steig ja, ein, ich hab mir ein Auto. Mach mich doch weg, Bro. Nein. So was machen wir nicht. Spiele, mach mich weg. Lass mich in Ruhe, Mann. Der ist verloren mit seinem. Der ist verloren. Dem kann man nichts antun, weißt du? Der hat so eine OOC-Lattierung, das ist so krass. Der ist weg. Sauer, Junge. Oder dieser eine Typ, der sich den Spruch aufgeschrieben hat mit Grand RP. Verpiss dich nach Grand. Oh, guck mal, da vorne. Da ist Party. Ah, die sehen ja nicht, wer wir sind. Wir können so auf Officer tun. Hallo, ihr beiden. Was tun Sie hier? Ich höre Sie nicht. Was tun Sie hier? Ja, dann machen Sie mal. Fenster runter. Oh, Cisco. Oh nein. Das sind die von gerade auch gewesen. Cisco, kennst du mich noch vom PDM? Ja, komm mal her, Jungs. Komm mal her. Kein Klavier, bitte. Komm, Andrew Tate, wir müssen weiter. Die hat's leider erwischt. Ich will erwischt. Einmal das mit dem Wegwerfen machen. Lass mal irgendjemanden suchen, den wir noch gar nicht hatten und dem dann auch nichts antun. Kein Klavier, kein gar nichts. Ich leg mich mit ihm an, versuch so ernsthaft zu diskutieren und dann will ich ihn wegwerfen. Okay. Aber es muss halt irgendeiner sein, den wir halt wirklich. Die kennen mich halt alle, weißt du? Oh, was machen die denn? Guck mal. Die Shell Shocker. Fail-RP. Ach, schon wieder solche Leute. Hallo. Guten Tag. Doch, was macht ihr hier? Ich Cisco, nein. Oh, warte mal. Nein, das waren die von vorhin, Mann. Der Bus hat Verspätung. Ach du Scheiße. Jungs, was soll das hier? Das Fail-RP, das wisst ihr, shit. Ne? Ja, was haben die gemacht gerade? Ich hab das gar nicht gecheckt. Die versuchen hier hochzuklettern. Ich hab jetzt ein paar Big Macs zu viel gegessen. Ja, wir haben den richtigen erwischt. Aber du, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir direkt 5 Meter von den... Leon? Ja? Bist du in der Gang oder so drin? Nee, bin ich nicht. Okay. Ja, ich wollte noch Die denken auch, die könnten mich einfach messern. Guck mal, jetzt kommen sie wieder hin und ich schlag's weg. Nein, okay. Leon kann... Ich glaube, sie haben ein paar Big Macs zu viel gegessen. Schämst du dich nicht? Weg, boah, was hier leckt das. Eine abgefuckte Scheiße. Komm weg hier, weg hier. Was? Fettsack. Der Fettsack. Leck mich. Der eine hieß einfach Lappen raus, der P. Die kennen uns. Guck mal, die verfolgen uns schon wieder. Soll ich mal ein paar Busse spawnen? Wie, ich verstehe das mit den Bussen. Wie das gar nicht... Das war ein bisschen zu viel des Guten. Oh nein, wo sind die hin? Wo ist er hin? Da. Ey, yo, das war ein bisschen zu viel des Guten. Hoppla. Ich bin aus dem Auto geflogen. Ja, same, ich auch, ja. Ja, dann lass mal los jetzt. Komm, lass mal los hier jetzt gehen. Ja, sag mal jetzt, lass ja, mal los. Ja, sag mal hier. Kann mal schönen Raubüberfall machen hier, ne? Ja. Und jetzt geht's hier richtig los. Sag mal hier, jetzt können wir richtig loslegen. Jetzt musst du aufpassen, weil jetzt wird's geht geil. Das? Geht das überhaupt? Oh ja. Safe. Oh nein, oh, was? Ich muss das. Ach, Du oh, fucking jetzt God. Musst du da bleiben. Oh, shit. Woher soll ich das denn wissen? Nur Gott weiß. Soll ich an der Tür warten? Ja. Ich hab verkackt. Ey, ja, sag mal, hey, das lief gar nicht mal so gut. Sag mal, Jungs, er bringt mir mal den Offizier von euch. Ich bin der X-Rangigste der Zeit. Wir haben ein paar gewisse Anforderungen. Ich will erst mal jeden Kopf hier sehen. Wollen wir jemand anderen zum Reden? Mit dir will ich nicht reden, du bist ein Dulli. Ja, mach mal, hey, die Scheibe kaputt, ne? Nimm mal hier weg, das Ding da. Zack. So, Jungs, ja, jetzt komm mal rein hier. Oh, Moment. Mit was für Tragentüten haben wir es denn hier zu tun? Ey, kriegst du auch mal ein Wort raus? Wir sind die Laden hier halb am Ausrauben und du stehst da wie ein Denkmal. Detlef, komm mal her, bitte. Komm mal wieder her. Ich bin Detlef. Detlef, komm mal wieder her. Was ist
das für ein Dulli? Was sind das für Vollidioten? Ich rede eine Stunde mit ihm und er sagt nichts. Ja, ich merk's. Den kannst du nicht helfen. Komm, wir heizen die Situation jetzt mal ein. Wir sagen jetzt einfach, wir hätten ein paar Geiseln hier. Ey, Jungs. Wer führt hier die Leitung? Wer macht hier? Komm, bleib mal kurz einmal hier. Die Art und Weise, wie du hier das Gespräch führst, geht mir voll auf den Sack und deswegen stirbt jetzt eine von den drei Geiseln. Wir haben drei Geiseln, ja. Wenn ihr reinkommt, war's das. Die Herren, ich möchte gerne, dass die Munition oder Waffen fallen lassen. Wir wissen, dass die keine Geiseln haben. Wir haben drei Geiseln hinten drin. Wollen Sie das wissen? Wir haben zwei Geiseln. Hier gehen die Kameras. Was für Kameras, hä? Kameras? Ja. Ich gebe Ihnen gleich eine Kamera. Machen Sie mal Hauptlang hier. Wenn Sie Waffen und Munition fallen lassen, bekommen Sie weniger Hafteneiten. Kollege, ich glaube, du weißt, was zu tun ist, oder? Wir müssen uns dann nochmal besprechen gehen da hinten. Komm, wir gehen nochmal besprechen, ja? Was? Ein... Pass auf, wir machen jetzt einfach den hier, ja? Ich würde richtig gerne den wegslicen. Lass mal gucken, was die vorhaben. Junge, was machen die da, hä? Hast du das gesehen? Ich habe keine Ahnung, bei mir jumpt die Kamera die ganze Zeit. Ich will jeden von denen eigentlich so gern wegslicen. Ja, guck mal, die hauen schon wieder alle ab. Was sollen wir mit denen machen? Das war total für den Arsch. Die hauen einfach wieder ab, alle. Francisco Winkler ist bei uns. Gott. Francisco Winkler ist bei uns. Da ist PD. Warte, red leise, ja? Red leise. Warum bist du 1, 2 und 7? Also hinten sind zwei Leute, ne? Komm mit, wir suchen uns hier so einen Raum raus, ja? Hier, unter der Treppe, oder? Hier unter der Treppe dann. Locken wir die hin oder labern wir von hier Scheiße? Wir locken die hier hin und dann bringen wir die alle um. Oder warte, komm mit. Das ist noch besser hier, wenn wir hier so einen Raum nehmen. Der Raum hier, genau hier, okay? Hey, schau mal hier, Jungchen. Kollege. Servus. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin da für eine Bewerbung mit meinem Kollegen. Bewerbung, ja? Ja, das können wir machen. Komm mal mit hier. Kollege Kasperle. Wir kommen vom Herrn Toby Jackson. Kennen Sie den? Ja. Der Michael Jackson, ja? Genau. Hey, komm mal mit, Jungchen. Ich zeig dir den Weg hier. Okay. Ich rufe noch fix meinen Kollegen an, dass er auch der kommen soll, okay? Ja. Hey, ich bin hier nur der Hausmeisterin, ne? Hausmeister bist du? Ja. Okay. Ja, komm rein. Hausmeister. Nee. Ins VD rein einfach. Okay, komm. Ja, komm schnell. Kollege. Ach, da vorne ist er schon. Aber nur eine auf einmal, ja? Bitte hier warten, ne? Bitte hier warten, der schwarze Mann, ja? Haben Sie gut hergefunden, ne? Ja. Gut hergefunden? Ja, ohne Probleme eigentlich. Haben Sie gut hergefunden, ja? Ja. Und sind Sie super hergefunden, ja? Ja, recht gut eigentlich. Ja. Wollten Sie sich bewerben, hier kommen Sie hier rein. Okay. Was machen wir hier? Warte, sein Kollege ist noch da, ne? Moin, Meister! Ah, okay. Meister! Da wurde wahrscheinlich was betrieben. Meister! Was sich im Fachjargon Metagaming nennt. Warum laufst du weg? Hey! Digga, ich hab komplettes Fletschen hören. Hammelt mich nicht voll, Mann. Discord Gaming, hä? Ja.